Den meisten Magdeburgern ist die Aßmannstraße nur als Bushaltestelle in Richtung Ottersleben ein Begriff. Der Fahrgastwechsel hält sich hier in Grenzen. Dabei wäre ein Gang in die Straße ganz interessant. Kommt man doch hier schon nach wenigen Metern am Freiluftmessfeld des Deutschen Wetterdienstes vorbei. Hier und am Sitz der Magdeburger Außenstelle in der Aßmannstraße 12 haben wir den Wetterfroschen einmal über die Schulter geschaut. Dazu haben wir uns einer kleinen Gruppe um den FDP-Stadtrat Carsten Klein angeschlossen. Der hat bereits Wetterextreme in Island und Namibia kennenlernen dürfen und ließ sich hier auf der Magdeburger Wetterstation von Stefan Wilke erklären, wie das Wetter heutzutage gemessen und aufgezeichnet wird. Doch zuerst ein kleiner Blick in die Geschichte. Unsere Magdeburger Wetterwarte wurde von Professor Dr. Richard Aßmann gegründet. Deswegen heißt die Straße hier auch so. Er war seines Zeichens Arzt, hat sich dann aber die Meteorologie zu seinem Hobby gemacht. Und das wurde dann sein zweiter Beruf. Und er hatte mit Hilfe von den Gebrüdern Faber, das waren die Besitzer der Magdeburgischen Zeitung, praktisch die Vorläufer von der Volksstimme, nehme ich mal an, diese Wetterwarte gegründet, um die wissenschaftliche Tätigkeit und die Wissenschaft, die Meteorologie als Wissenschaft voranzubringen. Und es war auch die zweitälteste Wetterwarte, die eine Zeitungswetter gerade veröffentlicht hat. Und sie war damals am Bahnhof, das alte Volksstimmgebäude, wo jetzt, glaube ich, die Redaktion noch aus ist. Da oben, das ist allerdings neu, das wurde wohl in den 20er Jahren gebaut, dieses Gebäude, was oben sich auf dem Dach befindet, das man vom Erdboden kaum sieht. Dort war die Magdeburger Wetterwarte bis 1938. Es sind drinnen noch ein paar Schautafeln. Da hat sich Herr Willmann damals verdient gemacht, indem er vor ca. 30 Jahren ein kleines Museum eingerichtet hat. So, 1938 wurde dann die Wetterwarte aus betrieblichen Gründen, aus den Gründen, was auch immer waren, aufgelöst. Also in diesem großen Stil mit Zeitungswetterkarte und so weiter. Und die Wetterbeobachtung oben übernahm der Flugplatz Magdeburg Ost. Und da wurde dann bis kurz vor Kriegsende gemessen. Dann gibt es eine Lücke in den Wetterbeobachtungen. Und ab 1946 wurde an dieser Stelle die Messung wieder aufgenommen. Hier ist man eben seit 1946. Das hatte auch den Grund, dass eben die Innenstadt, der Stadteinfluss in der Innenstadt zu groß ist. Dass dort für die Region keine repräsentativen Messwerte ermittelt werden können. Wir hatten im Jahre 2000 mal eine Offerte vom Flugplatz Magdeburg bekommen. Damals war auch geplant, die Landebahn auf 1800 Meter zu verlängern und so weiter. Das hat sich aber verschlagen. Und das wurde auch abgelehnt, dass wir dort rausziehen und für die Fliegerei die entsprechenden Meldungen mitmachen. Eigentlich schade, ich hätte es gut gefunden, andere Mann dagegen. Naja, wie das so ist. Heutzutage wird mit modernsten Mitteln elektronisch gemessen, wie zum Beispiel hier die Sichtweite oder die Schneehöhe. Aber auch die neue Technik hat manchmal so ihre Tücken. Und wenn dann hier auf diesem Brett Schnee liegt, geht das ein bisschen schneller und daraus ermittelt das vielleicht die Schneehöhe. Ach nee. Jawohl. Im Idealfall liegt hier eine. Im Idealfall liegt hier eine ganz gleichmäßige Schneedecke. Und dann ist das Ding auch gut. Nun hatten wir zum Jahresanfang des letzten Jahres, vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, am 2. Januar lagen hier Magdeburg 10 cm Schnee. Das Ganze geschah bei Lufttemperaturen um 0 Grad. Und nun setzt sich hier natürlich auch Schnee dran und bei 0 Grad, da taut erstmal etwas, das kommt dann hier mal genau eine Kugel. Also. Ich habe hier mal nachgemessen, es waren 7 cm, das habe ich auch gemessen, aber es war eben in Wirklichkeit mehr. Dieser Kasten dient der Wolkenhöhenmessung. Hiermit wird die Regenmenge gemessen. Und dieses Gerät dient der Sichtfeldmessung. Auch die Radioaktivität der Luft wird gemessen. Hier sind Sammelbehälter. Wird morgens am Tag reingeholt. Und dann wird das Wasser in unserem Labor verkocht. Das Ziel ist, den Staub, der im Regen sitzt, zu isolieren. Dieser wird anschließend in ein Gerät geschoben, was den Radiozerfall des Staubes misst. Man muss sich vorstellen, in jedem Regentropfen ist ein Staubkorn, also die
die Wolken kondensieren an Nebeltröpfchen, an Staubtröpfchen, die in der freien Atmosphäre schweben, die sogenannten Kondensationskerne. Und wenn natürlich nur irgendwo ein kerntechnisches Ereignis ist, eine Havarie in einem Kernkraftwerk oder irgendwas anderes, wird das natürlich die freie Atmosphäre weiter verbreitet, wie es dann bei Tschernobyl war, und da kann man das feststellen. Wie gesagt, das wird ja einmal am Tag gemacht und hier wird der Monatsniederschlag gesammelt. Hier wird nach Seehausen die Altmark gesendet, die haben noch ein Gerät, wo sie noch die Gammaspektrometrie des Staubes ermittelt. Also was für Elemente schmoren denn da so drin rum. Auch die Radioaktivität nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurde hier natürlich registriert. Allerdings durften die Magdeburger nicht selber auswerten, sondern die Proben wurden gleich am frühen Morgen abgeholt, streng geheim. Im Archiv findet sich auch eine Erfindung Richard Aßmanns, das Aspirationspsychrometer. Da das kaum jemand ohne Knoten in der Zunge aussprechen kann, heißt das Gerät einfach der Aßmann. Damit kann man die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur der Luft messen. Mit diesem Instrument entdeckte Aßmann 1902 übrigens die Stratosphäre. Hier sehen Sie einen sogenannten Aßmann. Ein Gerät, was der Professor Dr. Richard Aßmann erfunden hat. Ich sagte ja vorhin schon, wie wir früher die Temperatur gemessen haben, mit einem feuchten, einem trockenen Thermometer. Und das ist ein sogenanntes Notmessgerät, falls unsere elektronischen Kühler ausfallen. Das funktioniert nach altem Prinzip, mit einem, das sieht man nach einem Müllstrom, mit einem feuchten, einem trockenen Thermometer. Das wird dann hier mit destilliertem Wasser befeuchtet. Das sieht man jetzt so als auch. Und hier ist dieser, in dem Falle mechanisch. Man aufziehen, hier wird dann Luft durchgesaugt, da kann man das sehr schön. Das Gerät ist sehr gut strahlungsabgeschirmt, das kann man auch in die Sonne halten, das wird dadurch auch nicht verfälscht. Also vor allem, es funktioniert immer auch bei Stromausfall. Wie man sieht, sind Wetterfrösche auch ganz lustige Gesellen. Bei dem Grau und Grau dieser Tage wohl auch notwendig. Im Archiv wird allerlei alte Technik aufgehoben, die aber heutzutage auch noch eingesetzt werden könnte. Auch der Notgeräte-Messkoffer ist immer einsatzbereit. Jedenfalls ist der Aßmann viel besser als dieses Gerät, auch feucht und trocken Thermometer. Moment, hochnehmen aufs Dach. Und wenn alles nicht hilft, abergläubisch wie Meteorologen manchmal auch sind, irgendwo verstecken sich immer noch ein paar Frösche. Und wer auch denen nicht glaubt, für den findet sich auch noch ein kleines Wetterhäuschen.